Wir sind zu einem Verkehrsunfall eingeklemmte Person alarmiert worden. Und wie wir hergekommen sind, hat sich die Lage so dargestellt, dass die Rettung bereits begonnen hat mit der Erstversorgung von den Personen. Und wir haben im Prinzip dann die Personenrettung von den drei Personen übernommen, die was im Fahrzeug eingeklemmt bzw. nicht rausgekommen haben. Wenn man noch kurz die Unfallstelle beschreibt, was für Fahrzeug waren beteiligt bzw. was war da relativ schwierig? Zum einen ist ein Bus, ja, wo Personen drinnen gesessen sind, wo Fahrgäste drinnen gesessen sind, gegen einen LKW zusammengestoßen. Und die Bergung war relativ schwierig, da wir über die Fahrertür bei dem Bus rein müssen haben und das in einem ziemlich tiefen Graben stattfinden müssen hat. Deswegen haben wir sie zuerst irgendwo behelfsmäßig was bauen müssen, dass wir da rein können.